Die Aktie von Evotec bietet für mich aktuell kein Bild, das mich zu Investitionen veranlasst, also zu aktuellen Notierungen. Erst im Bereich um 12,80, aktuell sind wir im Bereich um die 13,50, besteht die Möglichkeit einer Bodenbildung. Eher würde ich hier nicht zuschlagen. Evotec ist einer der wenigen Werte im TecDAX, wo ich jetzt im Moment oder bei dem ich im Moment sagen würde, Füße stillhalten. Wer die Aktie hat, sollte jetzt ganz, ganz dringend aufpassen, wenn auch noch die 12,80 fallen, also wenn wir die 12,60 unterschreiten, ist die nächste Unterstützung erst im Bereich 11,60. Ich denke, da sollte man durchaus auch mal die Notbremse ziehen. Um es ganz klar zu formulieren, Evotec sehe ich im Moment nicht als Kauf. Wer die Aktie bereits hat, sollte unbedingt auf die Marke von 12,80 achten. Ein Unterschreiten dieser, konkret ein Erreichen der 12,60, sollte weitere Kursverluste bis in den Bereich 11,60 nach sich ziehen.